Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, okay. Wir stehen kurz vorm Ziel. Hier gibt es natürlich keine Karten zu kaufen, aber ich habe hier nochmal so eine, so eine Kneipe gesehen. Ich nenne sie mal einfach mal Kneipe, Bar, Schenke, keine Ahnung, wie man damals zu diesen Dingern gesagt hat, hier gesehen. Und die verkaufen meist auch Karten. Aber jetzt ist nur eine Frage. Wo ist der beschissene Eingang? Ich sterbe. Das Zeichen einer gefährlichen. Ich finde den Eingang nicht. Hier ist der Eingang. Hier. Bin's ja gar nicht gewohnt, hier mit so Riesenstädtern, sag ich mal. Der berühmte Geralt von Rivern. Bin gespannt, ob der irgendwelche Karten für uns hat, die wir kaufen können. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Hey, das ist einer, wo mich Quinn spielen kann. Also erstmal, was hast du im Angebot? Darf ich mich mal umsehen? Und dann wird Quinn gegen diesen Mann gespielt. Jawohl, er hat Quint-Karten. Zwergscharmützler, das haben wir, glaube ich, schon. Einheit, das ist doch schon mal gut. Ja, nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Keine Schaden. Eine 5er-Karte und was ist das hier? Horn des Kommandanten. Davon kann man nie genug haben, von dem Horn des Kommandanten. Okay. Kurz abspeichern. Bis dann. Kurz abspeichern, ihr wisst ja. Das gehört nämlich zu der Mission. Das ist, glaube ich, der letzte, den wir platt machen müssen. Glaube ich. Von diesen drei. Oder nee, das ist ja. Ach, das ist ja schon wieder die andere Karte. Das stimmt ja. Wir sind ja gerade nicht mehr. Wir sind ja, glaube ich, jetzt gerade in Novigrad, glaube ich. Sind wir. Oh, ich erinnere mich. Spielst du Gwent? Nicht gegen jeden. Und immer um hohe Einsätze. Gegen dich? Vielleicht. Spielen wir. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Okay. Lass uns mal schauen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Gut. Von denen habe ich jetzt mittlerweile 3 Stück, glaube ich, oder? Jawoll, Bitch. Okay, lass uns mal aber ganz kurz hier noch ein bisschen die Karten. Damit wir auch mal mit diesem Deck spielen können. Und mit diesen. Ah, den haben wir fast voll hier, dieses hier. Dieses Deck. Da fehlen uns noch, ein paar Kärtchen fehlen uns noch, aber das ist gar nicht mal so schlecht hier. Wenn ich jetzt sehe, was ich hier für Karten habe. Fehlen mir aber die mit den Augen. Die Augkarten, ach, hier habe ich eine Augkarte. Sehr gut. Ach so, stimmt ja. Kann nicht starten mit diesen. Mit dem muss ich starten. Hoffentlich kann ich hier natürlich was reißen, weil ich denke, das ist bestimmt ein starker Gegner. Okay, eine gute Wetterkarte will ich auf jeden Fall behalten. Jawohl, das ist schon mal gut. Ach, ne. Ach, toll. Hätte ich mir echt sparen können. Es gibt keine Augkarten, das finde ich sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Ich muss ja überlegen, ich muss ja Karten wegschmeißen jetzt, mehr oder weniger. Wenn ich ihn jetzt nicht gewinnen lasse, gleich von Anfang an, kann ich nicht richtig kämpfen. Das heißt, also kann ich nichts machen. Das heißt, ich werde die Runde jetzt passen. Und ich hoffe, er macht jetzt das Gleiche. Er wird die Runde passen. Er spielt eine Karte und wird die Runde passen. Oder passt von Anfang an, genau so. Denn der Rest hat keinen Sinn mehr. Ich habe wirklich so bescheidene, also richtig beschissene Karten nur.
Na dann, lass uns mal schauen. Was habe ich denn gezogen? Eine Viererkarte wieder. Ich bin am Zug. Gut, dann würde ich das auch gleich mal nehmen hier. Denn hier bin ich am stärksten. Ja, was hat er denn da gespielt? Und da kann ich sogar noch eine dazu nehmen. Krass. Hätte nicht gedacht. Aber zum Glück hat er eine beschissene Karte gekriegt. Das kann ich auch. Ah, und nehmen wieder eine Karte weg. Ja, ich hätte die andere weggenommen, aber gut. So. Jawohl, das ist doch sehr gut. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht. Ich habe gar keine von diesen. Nehmen wir das mal mit einfach mal. Spielen wir mal diese Karte aus, das war jetzt dumm von mir. Und wer weiß, hat noch zwei Karten, hat bestimmt noch irgendeine Nebelkarte bestimmt gehabt und nicht so dumm wie ich war. Hat gepasst. Passt doch. Was willst du mehr haben? Okay. Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre der Olivier, der Tavernenwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. So sieht es aus. Yennefer. Ah, ich habe eine Yennefer-Karte. Ich habe eine Yennefer-Karte. Geil. Geil, 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 geil. Die muss ich mir kurz mal reinziehen, auf jeden Fall. Ich habe eine Yennefer-Karte. Jawoll. Die nehme ich doch gleich mal. Natürlich in meinem Kartendeck kann ich sie gleich mit rein. Und das ist eine 7er Karte, das ist meine stärkste Karte bis jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss eigentlich drüben noch eine Mission machen, was Kartenspiel angeht. Hier kann ich nochmal eine kleine Runde Quinn spielen. Das will ich doch gleich mal ausnutzen. Und zwar gegen den hier. Mal kurz speichern. Wie läuft das Geschäft? Nordgardische Kaiser kann mich mal. Aber ich schreibe ganz kurz. Das finde ich geil, dass ich den auf Anhieb geschlagen habe. Aber ich denke mal, das ist auch die beste Taktik jetzt beim Quinn-Spielen. Wenn ihr beschissene Karten habt, lasst ihn die erste Runde sowieso einfach gewinnen. Eigentlich nicht. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Das ist doch. Ach nee. Die sehen zwar gleich aus, aber das ist der Händler. Was kann ich für dich tun? Nichts, Quinn spielen. Ich möchte Karten spielen. Ja, ich 10. möchte Karten spielen. Dafür müssen wir sicher nicht bis morgen warten. Ja, ein schönes Nicken. Das sind meine Karten. Dein Gegner beginnt. Das finde ich immer klasse, wenn der Gegner beginnt. Oh ja, das ist schon mal gut. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja, das ist schon mal gut. Und das hier brauche ich auch nicht. Perfekt. Perfekt. Eine Augkarte habe ich auch. Warum nicht? So, dann schenke ich dir diese Karte noch. Werde zwei ziehen und werde passen. So, mein Gegner ist im Zug. Klasse, gefällt mir. Und ich werde passen. Ah, ich kann nochmal. Ach, ich bin so blöd. Ich hätte gleich nochmal. Okay. Mein Gegner ist am Zug.
Hier. Kriegst du nochmal was? Und ich kann zwei Karten ziehen. Ja, die werde ich auch gleich benutzen hier. Jawoll. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, dieser Typ. Hm? Nur schade, dass ich dir jetzt erstmal dein starkes Blatt erstmal zerstören muss. Weil mit den Karten kann ich eh nichts anfangen. Oho. Das ist ein ganz gefährlicher hier. Das ist wirklich ein ganz gefährlicher. Dann zerstören wir halt eben diese hier. Was sagst du dazu? Also, ich muss ihn irgendwie zerstören. Der macht hier keine halben Sachen und passt gleich. Okay. Die Karte hole ich mir wieder. Na, weißt du was? Dann machen wir kurz Blatt auf. Mein Gegner passt. Dann ist gut. Wenn er passt, ist sehr gut. 15. Ich möchte ihn eigentlich damit am Schlussblatt machen. 6, 12, 18. Das ist ein bisschen blöde. Und plus die 5. Also die Karte brauche ich auf jeden Fall nachher noch. Kann ich nicht nehmen. Ach, tausche diese Karte gegen die Karte des Schlachtfelds aus, wenn du wieder deine Hand zufügst. Ah, okay, es geht nicht. Schade, schade, okay. Ich muss also zwei Karten, noch 20. Geht nicht anders. Jetzt muss ich Glück haben. Na gut, okay. Ich denke mal, das müsste reichen. Ich bin am Zug. Hoffentlich hat er keinen Regen, keine Regenkarte. Ja, noch zwei Karten. Mal gucken, was so seine Karten sind. Naja, mit denen kommt er nicht weit. Wenn ich jetzt noch ein Horn hätte, das wäre perfekt gewesen. Das Horn wollte ich mir am Schluss sofort noch behalten, aber das ging nicht. 29. Ein Gegner passt, okay. Und ich würde natürlich auch passen. So machen wir das. Ja. Das war nur ein kleiner Spaß, das hatte sein müssen. 20 Kronen und was habe ich gekriegt? Eine Vampir-Garkin. Ich habe eine Vampirkarte gekriegt. Okay, gut zu wissen. Aber jetzt zu unseren Missionen. Oh, ein Hafen. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Oh, eine Katze. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt?
Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Doch. Dein Vater sorgt sich um dich. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Ihr beide seid ihm nicht egal. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt. Besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat. Und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Was ist mit deiner Mutter passiert? Genau. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Sehr poetisch. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer? Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graben. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Wohin bringst du sie? Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben.
Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Na, was hat es mit dieser Katze auf sich? Warum ist es so auf die Katze fixiert? Und 50 Erfahrungspunkte. Sprich mit dem Baron über Tamara. Du wirst ersticken. So, okay. Das Gute ist, wir können ja hier jetzt schnell reisen. Und wo war das nochmal hier? Wo war denn dieses dumme, blöde... Ich war doch hier schon überall. Monsternest, klar war ich hier schon überall. Oh mein Gott, hat hier einfach scheiße viele Fragezeichen. Hier. Okay. Hier war die letzte Spur von der Mutter. Okay, und hier muss ich wohl suchen. Ich muss hier suchen, es geht nicht anders. Ich denke mal, hier muss ich hin. Nee. Gut. Ring von Stahl. Versuche alle verbliebenen Spuren in Velen. Will ich ja gerne machen. Ah, der hat schon wieder Sachen. Dann nehmen wir. Gut. Bravo. Bravo. Applaus. Okay, wir versuchen jetzt nochmal die Mutter zu finden. Und wenn das nicht klappt, reden wir nochmal mit dem Baron. Und vielleicht kommt dann irgendwie ein Hinweis, wo ich suchen soll. Wer weiß, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video, Leute, okay? Also haut rein.